Hey, hey, hier ist der Wappendribbler und ihr hört Megafon 95 Folge 78 und wir schreiben den 8.5.2020. Neben mir sitzt natürlich der Schwensky 8 und Micha, es geht weiter mit der Bundesliga. Bist du genauso gehypt wie ich? Es geht. Also es geht warum? Wegen dem überragenden Hygienekonzept in Zeiten von der Pandemie? Ja, das ist eher so dieses, wenn man eh nicht ins Stadion gehen kann, eh nicht in der Kneipe irgendwie mit Leuten zusammen gucken kann. Ja, vielleicht machen es im Stadion dann wie in Wrestling, dass dann die Kameramänner und Ersatzspieler so ein bisschen jubeln. Vielleicht machen wir das bei Fortuna auch oder wir stellen dann wegen Gladbach irgendwelche Pappfiguren auf die Tribüne. Wir haben dann den Vorteil bei uns im Stadion, wir haben bunte Sitze, also sieht's aus, als wäre es voll. Kannst du dann bei Sky demnächst so ein bisschen Fangesing mit übersuchen. Tiefen und Schärfe und dann passt das dann nicht mal, das Stadion ist voll. Naja, wolltest du dich ja mit beschäftigen, wie sieht's mit dem Kader von Fortuna aus? Ein bisschen das Spiel gegen Paderborn besprechen und mal gucken, wie die Fortuna sich so in der Corona-Zeit bewegt hat. Und Michael, fangen wir mit der Trainingssituation in der Corona-Zeit an. Stand heute war das erste Testspiel 11 gegen 11, heute Morgen in der Früh. Und die Fortuna hat dort halt dann eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Spiel gemacht, Weiß gegen Schwarz. Ich habe angefragt, ob man da einen Bogen kriegt, aber die Fortuna gibt da so nichts offiziell raus, dass wir da verwursten könnten. Spiel ging 2-1 aus, Tore durch Eihan und Karmann. Und Hennings hat dann für das schwarze Team getroffen. Micha, wie schätzt du das ein? Man hat ja vorher in kleinen Gruppen trainiert, erst mit 2 Mann, dann mit 4 Mann, dann mit 8 Mann. Und seit heute darfst du halt wieder in voller Mannschaftsstärke trainieren. Und Fortuna hat das halt direkt genutzt, um halt eine Doppeltrainingseinheit wirklich dann als Spiel durchzuziehen. Man muss halt wieder, sag ich mal, die Wettkampfhärte kriegen. Ich weiß nicht, wie ich das besser formulieren soll. Aber wenn man halt irgendwie jetzt ohne Körpereinsatz, ohne Zweikämpfe trainiert hat, dann ist man da, glaube ich, auch ein bisschen raus, wenn man, sage ich mal, nur den Ball hin und her geschoben hat, aber nicht miteinander gerangelt hat im Zweikampf. Und ja, das kommt jetzt wieder rein und ich glaube, deswegen wird das Training, die Intensität nochmal hochgefahren. An sich fand ich es cool, wie Fortuna, oder fand ich gut, wie Fortuna das halt gemacht hat. So rein inhaltlich, so sich an die Gesetze gehalten, mit Homeoffice sozusagen, dass die alle irgendwie ein Laufband gekriegt haben und ja, dann in Zweiergruppen trainiert und dann, jetzt trainieren sie halt richtig wieder und hoffentlich sind die dann bis zum 16. alle fit und dann gewinnen wir gegen Paderborn. Das wäre natürlich überragend. Gucken wir mal an, in der ersten Test-Corona-Welle gab es für Fortuna keine positiven Fälle. Wenn die Spieler sich halt an ihre Ausgangsbegrenzung halten und Kontaktvermeidung halten, dann passiert da wahrscheinlich nicht viel. Und wir können in gesamter Mannschaftsstärke spielen, denn die DFL hat schon gesagt, es wird so lange gespielt, bis man nach dem Regelwerk spielen kann. Sprich, solange 7 Feldspieler übrig bleiben, die nicht infiziert sind, musst du spielen. Finde ich auch ziemlich lustig. Etwas, was ich nicht lustig, sondern gut finde, ist die Vertragsverlängerung von Thomas Kleine. Bin mir gar nicht sicher, ob wir die das letzte Mal im Podcast schon erwähnt haben oder nicht. Aber grundsätzlich ist das was Positives. Ja, das sehe ich genauso. Ja, die letzte Podcast-Aufnahme ist so lange her, aber ich finde auch gut, dass wir mit Thomas Klein verlängert haben. Der macht meiner Meinung nach einen guten Job. Hab ja auch ein bisschen, als Funke gegangen ist, ein bisschen, was heißt gehofft, aber ich hätte mir auch vorstellen können, dass man eine interne Lösung, dass der Kleine die Rolle vom Funkel übernimmt mit Bellinghausen als Co-Trainer, aber das hat, glaube ich, Fortuna dem noch nicht zugetraut, weil er halt noch keine Erfahrung hat, was wirklich den Cheftrainer angeht. Etwas, was wir vielleicht auch nochmal besprechen können, ist die Position des Sportvorstands Uwe Klein. Luzernstiel beendet zum Saison seinen Arbeitsvertrag bei der Fortuna. Er hat fristgerecht gekündigt, aus persönlichen Gründen und Gründe, die im Verein bestehen. Aktuell treibt er sich auch international in jeder Fußball-Talkshow rum. Kurz, wie findest du, dass Uwe Klein jetzt sein Nachfolger ist? Ja, ich finde es halt schade, dass Pfannstiel weg ist. Ich finde, der hat halt einen guten Job hier gemacht. Aber finde auch gut, dass man dann, sage ich mal, eine interne Lösung dafür gefunden hat. Hoffen wir und wünschen wir den beiden alles Gute und natürlich auch Lutz Pfannstiel alles Gute dann demnächst in der Türkei bei Beşiktaş Istanbul im Sportvorstand. Und dann geht's natürlich weiter. Kurze News noch, die Bezirkssportanlage am Flingerbruch wird für 2,5 Millionen Euro saniert, weil 2024 es eine EM-Trainingsstätte wird. Die Stadt Düsseldorf hat halt, sag ich mal, Geld locker gemacht für den Flingerbruch, um da das ganze Trainingsgelände mit dem Nachwuchsleistungszentrum, mit dem Paulianenstadion, mit dem, wie hieß der, Flingern, der Fußballverein, den ja jetzt auch Fortuna gekauft hat, oder das Gelände zumindest
Ich meine, es wäre SC Flingern gewesen. Genau, und das gehört ja jetzt auch, beziehungsweise da steht ja jetzt das Nachwuchsleistungszentrum drauf. Ja, da sollen jetzt halt die Trainingsplätze angepasst werden, dass die halt, sage ich mal, als Trainingsstätte für die EM 2024 gelten. Und das Paulianerstadion soll halt modernisiert werden. Der Gästeeingang soll da irgendwie an die heutigen Standards angepasst werden. Genau, es geht da primär um die Gästetribüne, genauso wie An- und Abfahrtsmöglichkeiten. Das heißt, es wird in Zäune, in Wege, in Mauern und in die Gästetribüne investiert. Und natürlich werden die Kabinen des Paulianerstadions auch nochmal auf Hochglanz poliert. Und das war's dann auch schon. Grundsätzlich finde ich das cool, dass da was passiert. Aber ich finde es allgemein gut, ich finde es halt allgemein gut, dass da am Flingerbruch jetzt, mit dem Nachwuchsleistungszentrum, dass da jetzt auch ein bisschen, sage ich mal, Kohle reingesteckt wird, alles nochmal aufgefrischt wird, alles modernisiert wird und halt, ja, dass man sein Herz am Flingerbruch lässt, obwohl jetzt die Profiabteilung, sage ich mal, nach Stockholm gezogen ist und da trainiert, aber dass da halt die Jugendabteilung trotzdem noch in Flingern bleibt, da wo sie herkommt. Wollte ich gerade sagen, die Jugend ist in Flingern und die wird da halt auch bleiben, weil man dort halt die Möglichkeiten hat, die ganzen Mannschaften zu trainieren mit Leistungszentrum und dem Stadion etc. Das wird halt auch bleiben und die Profis trainieren halt, weil es halt einfach krass mehr Möglichkeiten gibt, halt in Stockholm, direkt an der Arena. Dort sind auch die meisten der Büros der Fortuna aktuell. Also kann man da durchaus was machen. So, jetzt haben wir ein bisschen gequatscht über News und über die Pandemie und alles Mögliche. Jetzt möchte ich aber gerne mal von dir wissen, wie schätzt du allgemein die Spielerfitness in der Bundesliga ein? Weil wir hatten jetzt Homeoffice, jetzt haben wir irgendwie eine Woche lang irgendwie reguläres Mannschaftstraining mit Desinfektionsmitteln und Fiebermessen und allen möglichen Kram und Tests. Jetzt wird erst eine Woche wirklich trainiert. Die FIFA hat jetzt gestartet auf Anfrage von der DFL, dass man 5 Wechsel im Reglement kurzfristig als Notfallplan zulässt. Wie stehst du zu diesen 5 Wechseln und wie schätzt du die Fitness generell der Bundesliga-Teams ein? Sind die alle auf Wettkampfniveau oder können wir uns da auf Kampfschlachten einstellen? Die haben ja alle trainiert. Also das Ding ist, fit sind die meiner Meinung nach oder sollten die meiner Meinung nach alle sein. Was halt fehlt, ist aktuell die Spielpraxis. Aber ich glaube, rein fitnesstechnisch gesehen, müssten die eigentlich wahrscheinlich fitter sein als sonst, weil die halt weniger spielen konnten und deswegen mehr gelaufen sind, würde ich mal behaupten. Also sehen wir viel kämpfen und laufen. Ja, ich glaube, so einen krassen Unterschied wird man nicht sehen zu, wie es halt vorher war. Also die werden alle auf einem Niveau spielen wie vor der Pause. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns nicht ganz auf dem Niveau, aber so auf dem spielerischen Zustand, so nach einer Winter- oder Sommerpause befinden, wo du irgendwie einen Monat oder so halt nicht gespielt hast, sondern halt nur im Training was gemacht hast und dann gehst du halt in den Spielbetrieb wieder rein, sodass wir halt uns auf dem Niveau befinden. Aber das sollte innerhalb von 1-2 Spieltagen, die kommen ja auch mehr oder weniger Schlag auf Schlag, die Spieltage, solltest du halt schnell wieder drin sein. Ich denke halt, dass das für uns zum Beispiel ein Vorteil sein kann gegen stärkere Gegner, dass das Spiel aktuell dann die ersten 3-4 Spieltage eher über den Kampf kommt und übers Laufen und halt über den Willen. Das könnte uns vom Vorteil sein. Aber es ist jetzt auch nur ein Vorteil, der halt auch sich in einem minimalen, wirklich, wirklich minimalen Spielraum befindet. Der kann halt ein Spiel entscheiden, aber es ist jetzt nicht so, wenn du gegen Bayern spielst, dann kannst du jetzt aktuell nicht unbedingt mehr reißen als sonst. Das Einzige, was, sage ich, wegfällt, ist so die Formkurve. Also die Mannschaften, die halt gut in Form waren, die sind wieder auf plus minus null. Die Mannschaften, die schlecht in Form waren, sind auch wieder bei plus minus null. Aber ich glaube, rein inhaltlich von der Standardstärke oder der Standardfitness der Mannschaften, da hat sich nicht viel getan. Vielleicht mal konnte man die Zeit nutzen ohne Zweikämpfe und hat dann vielleicht taktisch noch 2-3 Kniffe gemacht. Das könnte dann vielleicht noch von Bedeutung sein, aber schätzt du denn Uwe Rösler so ein, dass er die Zeit genutzt hat, um taktisch nochmal eine Stufe draufzulegen? Ja, wahrscheinlich werden die ein bisschen auch die Zeit genutzt haben, taktisch was zu besprechen. Aber das Problem ist, man weiß ja nicht, wie die Gegner jetzt aufgestellt sind. Also kann ja sein, dass auf einmal eine Mannschaft komplett anders jetzt auftritt als vorher oder ein komplett anderes Spielsystem hat. Und dann extra, um halt die Mannschaften zu überraschen.
Aber ja, im Groben und Ganzen, denke ich mal, wird das so ein, ja, die neue Saison fängt an und man weiß noch nicht, wo man steht, dass es so erstmal wird in den ersten Spielen. Wird Paderborn, ähnlich wie im Hinspiel gegen die Fortuna, auch wieder von der ersten Minute an offensiv nach vorne spielen? Oder denkst du, die werden diesmal abwarten? Ja, die haben sich ja allgemein ein bisschen zurückgezogen. Die sind ja anfangs war ja ihr Motto, einfach drauf, ne? Und wenn wir drei kassieren, egal, wir gehen all in. Ja, gegen Fortuna hat es halt gereicht. Aber ja, ich denke mal, die haben sich dann ein bisschen eingepegelt und sind dann auch ein bisschen defensiver, haben die dann angefangen im zweiten Teil der Hinrunde und jetzt in der Rückrunde. Deswegen, ich denke mal, die werden defensiver spielen, aber ja, gegen Paderborn musst du halt gewinnen. Ist halt ein ganz wichtiges Spiel. Das sehe ich auch so. Ich denke, die Fortuna wird gewinnen und ich denke, dass wir auch davon profitieren werden, dass es halt kein Freitagabendspiel ist, sondern dank der Eurosport-Pleite mehr oder weniger das Spiel dann halt 15:30 stattfinden wird. Und ich denke, davon werden wir profitieren. Und ich denke, wir werden knapp 1-0 oder 2-1 gewinnen, weil ich traue Paderborn auf jeden Fall was zu. Und ich traue uns zu, dass wir die Fehler im Hinspiel nicht nochmal machen. Also wir werden nicht nochmal gegen Paderborn einfach nur mal so kicken wollen. Das wird nicht nochmal passieren. Ja, das glaube ich auch und das hoffe ich auch, weil ist halt ein ganz wichtiges Spiel, wenn du jetzt Paderborn halt drankommen lässt, dann gibst du denen so einen Push. Das war halt damals, als wir Bundesliga gespielt haben, wo halt der Rundgrundauftakt gegen Augsburg war, die wir halt mit Abstand letzter waren und dann lässt du die halt das erste Spiel der Rückrunde lässt du die halt gewinnen und gibst ihnen dann so einen Motivationsschub und dann haben die am Ende noch die Klasse gehalten, obwohl die gefühlt, ich weiß nicht mehr, was das war, aber die hatten nach der Hinrunde gefühlt irgendwie 8 Punkte oder so und haben dann trotzdem am Ende die Klasse gehalten. Ja, man darf Paderborn jetzt nicht das Gefühl geben, ach, hier geht ja noch was, wir können Fortuna noch einholen, sondern eigentlich müsste man die Flammen, die jetzt aufkommen, direkt austreten und eigentlich müsste man die 3-0 wegfegen, weil dann hat man die vom Leib, sage ich mal, dann kommen die nicht wieder. Aber wenn du denen irgendwie einen Punkt schenkst oder sogar einen Sieg, dann merken die so, oh, wir können ja doch noch die Klasse halten, so. Und deswegen am besten direkt die Flammen oder die Glut nicht zur Flamme kommen lassen, sondern direkt austreten und gegen Paderborn gewinnen und dann wird es auf jeden Fall entspannter. Ja, du erinnerst gerade so ein bisschen Bundesliga und André Voronin und Norbert Meyer und ich habe da gerade so voll die Flashbacks von. Nach dem direkten Abstieg mit dem Skandalspiel, dann Dortmund gegen Hoffenheim, mit dem Gurkenkick da und was auch alles das dann war und den Norbert Meyer und der Freund von André Voronin und wer bei uns zu dem Zeitpunkt alles gespielt hat, kriegst du auch kaum noch drauf, weil die haben irgendwie vor der Bundesliga-Saison Leute geholt wie Duri Czar und Ronny Gabuczewski und 10 andere. Ja, aber das waren tatsächlich schöne Zeiten. So, schöne Zeiten sind auch heute 125 Jahre Fortuna. Micha, sammelst du auch fleißig Klebebildchen? Bis jetzt noch nicht, aber ich weiß noch nicht, ob es dabei bleibt. Also ich hab... Du bist genauso am Fluchen wie halb Facebook und Twitter, weil es an Kiosk und am Bütchen keine Klebebilder mehr zu kaufen gibt, weil man bei Fortuna zu negativ kalkuliert hat. Ja, also nee, ich habe halt auch schon mitbekommen, dass Leute ihre Sticker nicht kriegen und dann, so, ja. Wo ich mir auch denke, ja, sind das Sticker oder Heroin? Kriegt euch mal wieder ein. So. Ja, aber das ist halt das Problem, die haben es halt beauftragt, das zu machen, als Aktion von 25 Jahre Fortuna, ist auch super schön, das Album, mein Vater hat das sieht super toll aus, auch mit Aufklebern voll drin, alles wunderbar. Und man hat bei Fortuna halt einfach nicht damit gerechnet, dass sich das Ding so krass verkauft. Genauso wie die Klebebilder, dass man da einfach so viel von verkauft. Damit hat man halt nicht gerechnet. Sollen sich die Leute wieder einkriegen? Nein, aber also ja, das ist so. Du findest die Hetzerei wegen nicht vorhandenen Klebebällchen und zu wenig Bestellungen von Fortuna halt für kindisch. Kann man das so sagen? Ja, also das ist ja allgemein so, was so Leute bei Facebook schreiben. Wartet mal, also die werden ja nicht einfach keine Stick, die haben ja nicht irgendwie 500 Hefte verkauft, aber nur 100 Sticker produziert, so, sondern die kommen ja alle nach. Ey, die haben wirklich eine normale Charge produziert. War man dann überrascht, dass man dann halt doch mehr hätte verkaufen können, aber seid beruhigt, die zweite Welle an Stickerbildchen kommt. Tja, und dann, mir fällt gerade ein,
der Fanshop am Burgplatz, der wurde ja jetzt vergrößert, beziehungsweise der Laden nebenan. Ich weiß nicht, ich habe nur Bilder gesehen, dass der Laden auf einmal größer ist. Also ich denke nicht, dass sie in den kleinen Laden einen großen Laden gemacht haben, sondern dass die dann irgendwie von nebenan was eingekauft haben. Die haben noch was gekauft, aber ich weiß nicht, ob die auch den Headshop gekauft haben. Aber ja, das war nur jetzt so eine Info am Rande, die mir eingefallen ist wegen den Stickern. Das ist halt, ich finde manchmal, dass Leute einfach übertreiben. Folgt uns und teilt uns und schaut uns natürlich in die Kommentare oder per E-Mail at projektmegaphonpodcast@gmail.com. Schreibt uns, ob ihr die Sticker sammelt und ob ihr genauso enttäuscht seid, dass es keine mehr gibt. Wir würden uns über euer Feedback natürlich freuen. So, Micha, hast du noch letzte Worte? Natürlich habe ich letzte Worte. Ja, das ist so dieses, wir haben halt lang nicht mehr aufgenommen, da ist man auch nicht mehr so in der Übung, aber ich würde mal sagen, macht euch eine Mate auf, grüßt eure Kinder, sagt mal, ihr könnt ja euren Kindern erzählen, damals, als Bundesliga noch lief, da war die Welt noch in Ordnung, und jetzt guckt euch das an und hoffentlich überlebt ihr das auch als Geisterspiele. Und da finde ich ja auch, dass da teilweise übertrieben wird, wie die Leute jetzt irgendwie haten, weil es Geisterspiele sein wird. Ich sage, wollt ihr kein Fußball gucken oder halt Geisterspiele? Ja, klar. Man merkt jetzt, dass Fußballfans halt doch wichtig sind, weil die halt zur Atmosphäre beitragen. Also man merkt ja jetzt erst, also dass die Fußballfans tatsächlich Teil des Produktes sind, sondern so, du verkaufst den Fußball über Fernsehrechte weltweit so hoch, wie sie sind. Nicht, weil es Live-Sport ist und du es nicht wieder verwursten kannst, weil es halt, wenn das Spiel einmal fertig ist, interessiert einem das Ergebnis nicht mehr. Dann guckst du dir, außer wir zwei Nerds, guckt sich keiner irgendwie in ein Champions-League-Finale AC Mailand gegen Liverpool nochmal an. Dreimal oder so. Also außer uns macht das keine Sau. Oder außer uns guckt auch keiner diese Bundesliga-DVD, nur um Freddy Bobic zu sehen, wie der gerade aus braun gebrannt aus dem Sommerurlaub dunkler ist als auf Muela. So, das macht außer uns Nerds, macht das keiner. Also, Von der USP von der Bundesliga sind halt die Fans so. Und das ist ja nicht so wie in England, wo die halt die besten Stars haben, oder in Spanien die zwei guten Fußballclubs, dann hat man noch so einen halbguten mit Atletico und danach kommt halt Durchschnitt so. Das Merkmal von der Bundesliga sind halt die Fans, so, wofür uns auch andere Ligen beleihen. Vielleicht nicht der schönste Fußball, vielleicht nicht die teuersten Spieler, aber die Fans. Wir haben aber auch mit noch moderate Ticketpreise. Es gibt zum Beispiel aus England. Ja, aber das beinhaltet ja Fans. Also das ist so, dass es hier halt fanfreundlich ist. Wie gesagt, teilt uns, liked uns, installiert uns auf allen Devices. 5 Sterne bei Apple Podcasts helfen uns wie immer sehr. Es ist einfach traurig. Wir müssen mal gucken, was wir machen. Wir machen einfach weiter, weil es Spaß macht, über Fortuna zu quatschen. Ich bin der Wampendribbler und wenn der Schwensky nichts mehr zu sagen hat, ist die Folge beendet. Weiter, immer weiter und auf Wiedersehen.